Ankunft in Ilios. Und damit hallo und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge von Overwatch, dem Wählen Sie Ihren Helden. Ranked-Spiel. Und ich muss sagen, es wird langsam echt affig, weil ich permanent verliere. Die letzte Folge, die letzte Runde war tatsächlich, habe ich mich komplett dämlich gestellt. Aber ansonsten weiß ich nicht, irgendwie, ich habe diese Goldmedaille hier nicht verdient. Das ist so meine Einschätzung gerade. Also irgendwie läuft es überhaupt nicht. Am Anfang ging es noch und jetzt geht es immer weiter so bergab. Der Tod ist unter euch. Ich mache so was ganz Heimliches. Ich schenke mir hier was zu trinken ein. Das kriegt ihr auf YouTube gar nicht mit, aber die auf Twitch sehen es vielleicht in der Cam, weil da ist die Cam an. So, ich mal gucken, ob ich das einigermaßen leise hinbekomme dann. Wäre schön. So, nachher noch Dead Space Hippie Line. Nee, heute nicht. Heute machen wir zur Abwechslung mal kein Dead Space. Das werde ich morgen vermutlich spielen. Gucken wir uns morgen mal Dead Space an. Zeit, den Akku aufzuladen. So, hätten wir den schon mal. Aha, feindliches Geschütz finde ich gar nicht mal gut. Nein! Oh, ich hasse es. Und das meinte ich mit May. Das meinte ich mit der May, dass es nicht funktioniert. So. Als kleiner Tipp, wenn ein anderes Team wieder Rotor hat, lass dich nicht über den Abgrund ziehen. Ja, das ist, Verteidig den Punkt! Greif koordiniert an! Ich hasse sie. Ich hasse sie einfach. Dann reißt man natürlich, ist klar. Ich konnte ich noch nie feindliches Geschütz voraus. So, haben wir es kaputt gemacht. Feindliches Geschütz vernichtet. Können wir jetzt bitte mal hier den Punkt einnehmen? Das wäre schön. Ist hier eine neue Position. So. Ich muss sagen, das lief ganz gut mit der Widowmaker da oben. Die hat mich überhaupt nicht gesehen. Die hat überhaupt nicht da realisiert, dass ich mich da hoch teleporten könnte. Finde ich gut. So. Mit der May hatte ich noch ein Hühnchen zu rupfen. Kommst du mal runter, bitte? Aus den Schatten. Das ist eure gerechte. Wo ist die denn? Ach so. Thank you fürs Heilen, bitte. Danke. Vielen Dank. Ah, okay. Lucia ist auch hier. Massiv. Haben die auch platt gemacht, ist sehr gut. Ja, ich habe meine Ulti gar nicht gezündet. Das ist schade. Punktestand 1:0. So, das war wieder eine Runde nach meinem Geschmack. Die Runde fand ich extrem gut. Schade, dass ich nur meine Ulti nicht benutzen konnte. So. Bereit für den Kampfeinsatz. Was? Nein, das können wir machen. Ich habe weder Dead Space noch weiß ich, was ein Hippie Line ist. Hippie Line bin ich, hallo. Das ist mit Hippie Line gemeint. Dead Space habe ich zwar, aber traue mich nicht, das zu spielen. Oder besser gesagt, lass dich von Roadhog nicht über den Tisch ziehen. Ja, ist auch schön. Ich brauche eine Verniedlichung für Hippie. Hure, die bösen Monster sind noch nicht echt. Verniedlichen einfach alles. Overwatchchen. Oh Gott. Jetzt geht's wieder los. So, Rastikabel nachts unter meinem Bett hervor, dann töten sie mich. Alex Line, Jeremy Line. Super! Das ist ein Verniedlichungs-Stream heute. Finde ich gut.
Hallo? Komm ich da nicht hoch? Schütze. Ich will da eigentlich hoch? Hä, warum komm ich da nicht hoch? Geht doch. Beziehe eine neue Position. So. Na mal, könnt ihr mal aufhören, jetzt hier so rumzufliegen, das kann doch nicht wahr sein. Okay, Junkrat, den hasse ich. Okay, dann haben wir einen Reaper. Nein! Nein! Es ist, weil ich sie nie treffe. Die springt immer rum mit ihrer blöden Eiskanone und ich treffe sie nie. Das ist doch nicht wahr. Das ist so bescheuert einfach. Von den Toten auferstanden. Das ist so bescheuert. Das ist eure gerechte Strafe. Helden sterben. So, ich bräuchte mal Heilung. Okay. Da haut sie wieder ab, sehr gut. Da kam der blöde Reifen. Mist. Haben wir gewonnen? Runde 2 gewonnen. Sehr gut. Gott sei Dank. Punktestand 2:0. Dann schauen wir mal. Eine Runde gibt es, glaube ich, noch. Genau. Dann schauen wir mal, was wir hier so machen können. Das ist immer ein 3:0 Sieg, wäre mal schön. Bereit für den Kampfeinsatz. Fat Daddy spielt Widow. Cute little Kupuruchenlein. Pony, okay, nein, belassen wir es bei Kupuru. Was? Da bekommt mir eine Instant-Diabetes, so süß ist das. So. 5, 4, 3, 2, das ist May of the Game. Ich bin irgendwie keiner. Das Problem ist, ich kann die May bestimmt relativ fix killen mit den Knarren, wenn ich nah genug dran bin. Aber ich treffe sie halt immer nicht. Das ist mein Problem. So, sehr gut. Mein Altgerät lädt sich auf. Ja, das möchte ich hoffen. Blöde May, geh weg. Heilt mich. So einfach kriegst du mich nicht. Du willst dich nicht mit mir. Will ich auch nicht. Wenn ich die jetzt nicht gekillt hätte, ne, dann wäre ich aber komplett ausgetickt. Wenn ich die jetzt echt nicht gekillt hätte, wäre ich irgendwann wäre ich ausgetickt, dann hätte ich... Nee. Ist das so, als ob sie hier schreien würden? Zeit für ein bisschen Entspannung. Jetzt mit dem Genji. Genji hasse ich wie die Pest. Also neben allen anderen, ich hasse eigentlich jeden Charakter, der gegen mich spielt. Ja. Aua. Hallo.
Danke fürs Heilen. Wo sind wir denn? Nein! Ach, fuck. Das ist eure Gewinn! Er hat ihn nicht gepackt. Schade. Was dich nicht umbringst, so. Macht dich nur stärker. So, Hepi, wenn du Ult hast, porte dich mal über den Punkt, wenn der Gegner Punkt hat. Keine Ahnung, was die im Deutschen sagt. Okay. So ist schon besser. Ist gerade nicht gut, Kirschen essen. Sehr gut. Mal gucken. Highlight des Matches. Cool, habe ich sogar das Highlight gekriegt. Wegen was? Mir stirbt keiner weg. Stirb. Ja, okay, das war nicht schlecht. Kills mit Totenzahns, 7. Not bad. Ich mach mal die Mercy, das ist echt gut gemacht. Episch. Schön, dass meine Arbeit geschätzt wird. So. Das war echt mal eine gute Runde. Endlich mal wieder gewonnen. 20 Kills gemacht. Sensationell. So. Wenn du das portest, ich mal über den Punkt. Wieso eigentlich über den Punkt? Das verstehe ich nicht. Was ihr überhaupt sagt, weil es ein Wortspiel ist. So. I may sing, das ist meine Voiceline bei ihr. Aha, keine Ahnung. Lass dich von oben runterfallen und dann die, 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 Raining Reaper called it. Aha. Ja gut, das klar, kann man auch machen dann. Das meine ich immer bei Reaper, wenn man gut spielt eigentlich, dann rennst du nie aktiv irgendwie rein, sondern du machst das halt irgendwie so trickmäßig, dass du reingehst, dass halt die dich idealerweise nicht sehen. So, an der Stelle für YouTube mache ich kurz einen Cut und wir sehen uns gleich im nächsten Game wieder. Ich glaube, ich habe die neue Folge gerade gestartet. Hoffe ich. Also, bis gleich. Tschüss. Unterwegs nach Nepal. So, und da sind wir auch schon wieder. Hallo und willkommen zurück. Und... wählen Sie Ihren Helden. Ja, wir machen mal wieder Reaper. Das hat ja in der letzten Runde ganz gut geklappt. Mal gucken. Es ist, glaube ich, auch extreme Glückssache, was für ein Team du kriegst, wie gut dein eigenes Team zusammenspielt. Liegt oftmals, glaube ich, hoffe ich zumindest, gar nicht mal so sehr meiner eigenen Spielweise, sondern vielleicht auch einfach an der Teamzusammenstellung beziehungsweise an den anderen, mit denen man spielt. Hoffe ich jetzt einfach mal, ich rede mich damit jetzt mal raus. So, das ist ja lame, deswegen lohnt es sich ja schon, das auf Englisch zu spielen. Es ging über das Wortspiel Amazing. Hi, Leute. Sagt sie im Englischen. Ich habe immer davon geträumt, an deiner Seite zu kämpfen. Offensichtlich nicht. Mein einziger Traum war immer nur ein besseres Leben. Ich halte dir da draußen den Himmel frei. Dann muss ich mir ja keine Sorgen machen. Okay, Mutter und Tochter spielen im gleichen Team hier gerade. Sehr gut. Also, weil die Dingens hier, die Sniperin hier, wie heißt die denn? Die Anna. Ist hier die Mutter von der Farah. Sehr schön. So. Heilungsbuch. Boah, jetzt hatte ich wieder runtergefallen fast. Nein! Ich versteck mich immer ein bisschen. So, nehmen wir das. Oh nein. Da kam die Tracer. Ich hätte Roto eh nicht mehr gekillt. Ach, wir sind amazing. Ach so, jetzt hat. So bin ich verdammt overpowered.
Kommt, weiß, Leute! Wir verjagen sie, weiß das schon gar nicht mehr. Jetzt Quickplay. Nee, wir machen noch ein, zwei Ründchen so. Wir machen noch eine Quickplay heute, definitiv. Ich hab's nicht vergessen. Ich vergesse nicht alles, nur ein paar Sachen. Zwei, drei Sachen. Ich renne nicht nochmal rein. Ich mache nicht nochmal den gleichen Fehler. Nein! Ich wollte gerade mich tarnen. Ghostbooster, hi, hallo, grüß dich. Das sagt er jetzt so. Nee, ich hab's wirklich nicht vergessen. Diesmal bring ich's zu. Also ganz so vergesslich bin ich dann doch nicht. Warum ging's nochmal? Wir müssen es verteidigen. Ich hab übrigens meine Ulti. Alle Systeme bereit. Heilung verstärkt. Drei Farben. Nein. Ha. Na gut. So. Ich glaube, das haben wir gewonnen. Ich habe meine Ulti nicht einmal eingesetzt. Die Stunde hat geschlagen. Jetzt hält mich niemand auf. So. Jetzt habe ich sie wenigstens eingesetzt, die Ulti. Ich gehe erst um 27 Uhr offline. Ach so, 27 Uhr? Krass. Offensichtlich streame ich jetzt schon ins Weltall raus, wo offensichtlich kommt Alex aus einem anderen Planeten, wo der Tag 27 Stunden hat. Das ärgert mich bei Reaper auch immer. Von Weitem machst du einfach so gut wie keinen Schaden und wenn du zu denen zu nahe kommst, bist du tot. Naja, so ist es ja auch nicht. Aber du machst halt mega viel Damage nah. So, Pfleglichen, hi, grüß dich. 4, 3, 2, 1, Runde 2. Los geht's. Mal gucken, ob es genauso gut geht, die Runde. Ach, das war das mit dem Tempel in der Mitte. Okay. Da ist die Pharah da hinten. Nein! Ah. Mann, meine Mama sagt immer, ach, keine Ahnung, das wird eh nicht witzig, egal was jetzt kommt. Okay, dann nicht. Okay. Das war jetzt irgendwie echt bescheuert. Die Rache wird mein sein. Diese Sprüche, die sind so schlimm. Welche Sprüche? Alles, was nicht angebunden ist. Stimmt. Pfleglich hat gefragt, was geht so? Und das ist die Antwort. Hattest du auch gerade ein Déjà-vu? Willst du mich verarschen, Tracer? Oh, ich hasse... Ah, Tracer, komm her. Stirb. Mann. Alle Regler auf Anschlag. Hier geblieben. Nein, das gibt's nicht. Das ist nicht wahr. Ah, das ist nicht wahr. Ah, vor allem eine Sekunde hat gefehlt. Es hat eine einzige Sekunde gefehlt. Irgendwie... läuft die Runde nicht so gut wie die letzte. Die letzte Runde lief viel, viel besser. Nein! Ach komm, nerv mich nicht. Mann!
ist das echt gut von denen. Bringt, macht dich nur stärker. Mein Ultimate lädt noch auf. Verlängerung. Ach, die sind alle hinten. Ich bin der Einzige, der nicht da ist, oder wie? Feuer frei! Da heißt sie Moment. So, mit dem hat ich eh noch eine Rechnung offen. So, da habe ich sie mal erwischt, die Tracer. Mom! Nein! Schade, schade, schade. Das hat nicht gut geklappt. Ja, du musst in den Chat. Dann kommt GGEZ schreiben, dann kommt sowas. Ach, dann wir schreiben Gemeinheiten rein. So ähnlich. Aha. Ha. Los geht das Spiel! Jetzt bin ich gespannt. So. Dann gucken wir doch mal, vielleicht kriegen wir es hier mal hin. Reaper, could you please change to Hawk? It would get rid of the Tracer. Wo ist der Roadhog? Nicht blind, ich sehe nicht. Hier. Ich bin eine Einmann-Apokalypse. Ich habe den noch nie gespielt, möchte ich betonen. Ich probier's mal. Fürs Team und so. Heilung aktiv. Dem kann ich null spielen. Ich kann mich irgendwie noch heilen mit ihm, oder? Mal kurz gucken. Umschalten, Abschnitt E, Verschnaufpause. Genau, mit E kann ich mich heilen. Gucken wir mal. Also wie gesagt, ich habe den noch nie gespielt. Ich habe keine Ahnung. Umschalten muss ich irgendwie hier den Dingens machen. Ja. Ich hab keine Ahnung, wie ich dieses Vieh spielen soll hier. Ich bin wieder da. Von hier, so. Von hier. So. Wir haben das in Erholung verdient. Sammelt euch bei mir. Du bist wieder Dienstag. Da möchte ich auch hoffen. Jetzt wird's massiv. Aber ohne Konvertoren ist hier. Seid ihr? So. Zeit für ihn. Ich kann den irgendwie nicht spielen. So. Das ist eure gerechte Strafe. Ich hole den. So, was? Dead by Daylight, neues Update. Was? Es gibt ein neues Update von Dead by Daylight? Hä? Wieso? Also so daneben schießen kann ich auch nicht. Ich nehme wieder den Reaper. So. Ich nehme den Reaper wieder. Der Tod ist unter euch. Ich kann mit der echt nicht spielen. Also mit der. Ich kann mit ihm echt nicht spielen, das geht nicht. Zerstörungssequenz
Strukturen von Verdorben ist hier. Das? Sehr gut. Irgendwo, wo sind sie denn? Möchte ich auch hoffen. Ich brauche Heilung. Ach komm jetzt, halt, du blöder. Ach Mann. So. Diesmal bring ich's zu Ende. Punkt umkämpft, sehr gut. So, Bugs, das ist ein Fremdwort für Dead by Daylight. Ja, das Spiel hat keine Bugs. Dead by Daylight hat definitiv keine Bugs, das Spiel ist bugfrei. Nein! Ach. Crap. Das war doof. Verdammt. Okay. Na gut. Probieren wir das Ganze eben nochmal. Okay, Shen spielt jetzt die Tracer. Da bin ich gespannt. Hey, ich habe den Roadhog angeblich gut gespielt. Wir hatten ihn. Wo ist die Tracer? Die war doch hier irgendwo noch gerade. Manche. Ja, war sie, Tracer. Oh, das ist mies, wenn einem das Match verlässt. Nein! Mist. Das ist mies, wenn die Leute das Match verlassen, weil bei den Ranked-Spielen ist es so, dass das den nicht. Das ist mein Fluch. Ah. Das Spiel war abgeschmiert oder irgendwas. Das hatte ich mal. Gibt es ja auch in irgendeiner YouTube-Folge ist das dann auch. Da war ich dann plötzlich nur mit einem anderen bloß nur zu zweit drin. Das ist super. Das hat mega Spaß gemacht. Haben wir nicht irgendwo einen Heiler noch gehabt? Für mich gibt es keine letzte Ruhe. So, der Nightbot ist komisch. Er timeout dich, wenn du 10-mal Unterstrich schreibst. Aber bei 8-mal D macht er nichts. Ich habe keine Ahnung. Du lebst gefährlich. Kuburo lebt immer am Limit. Leben am Limit mit Kuburo. Schade, ich dachte, das funktioniert. Schade, ich dachte, das funktioniert, dass ich die dann beide kille. Aber sind sie beide zu schnell weggelaufen. Ich dachte, die greifen mich an und bleiben in meiner Nähe. Hauptbarriere aufgeladen, es kann losgehen! Ja. War ein Versuch wert.
Dafür brauche ich jetzt meine Ulti. Jetzt habe ich sie nicht mehr. I hate this soldier. Okay. So. Diesmal bring ich's zu Ende. Kupuro versucht gerade verzweifelt, den Nightbot dazu zu kriegen, dass er das in Timeout kriegt. Finde ich gut. Was ist mit dem Nightbot los? Ich hab keine Ahnung. Ich sag nichts dazu. Das war echt bescheuert. Ich wusste nicht, dass er da drin steht. Das habe ich zu spät gesehen. Nee, eigentlich gar nicht gesehen. Ich habe es gesehen, als ich dann drin war. Das ist der Achtung-Frag. Da steht er plötzlich. Das ist eure gerechte Strafe. Okay, jetzt haben wir noch zu einem Mercy noch, das ist gar nicht mehr schlecht. Aber sicher doch! Mal schauen. So. Guter Rat ist teuer. Mohammed 27 Fahrradverkäufer. Mal wieder ein schlechter Witz. Niederlage. Was? Wieso Niederlage? Hä? Was? Highlight des Matches. Was? Ja, die Tracer war echt gut, aber... Hä? Warum war der Punkt... War das jetzt so schnell von der Zeit? Ich hab das gar nicht gesehen. Episch. Danke für eure Unterstützung. Ach, jetzt check ich den Spruch. Guter Rat. Nicht Rat, sondern Rat. Jetzt Fahrrad, Fahrradverkäufer. Jetzt habe ich es gecheckt. Okay, ja. Jetzt sehr lange Leitung. Cool, ich sink mal wieder. Och, komm. Das macht keinen Spaß mehr. Jetzt ist die Frage, habe ich jetzt noch eine Runde oder nicht? Eine habe ich, glaube ich, noch. Okay, das heißt, ich mache hier den Cut. Wir sehen uns gleich wieder. Bis gleich. Tschüss. Ankunft in Dorado. Hallo und herzlich willkommen zurück. Wir sind mal wieder hier. Wählen Sie Ihren Helden. Selbe Folge. Neue Runde. Die letzte dann für heute, für diese Aufnahme. Da mache ich den Cut. Aber dann haben wir mal wieder ein bisschen was gespielt. Ich möchte übrigens ganz kurz dann erwähnen, dass Overwatch nicht unbedingt regelmäßig auf meinem YouTube-Kanal erscheint, sondern nur dann, wenn ich eben Lust habe, die Ranks zu spielen, weil die Quick Plays werde ich nicht aufnehmen. Beziehungsweise ich nehme sie auf, nehme dann aber nur, wenn ich coole Highlights habe, dann werde ich da die Folgen dann gegebenenfalls veröffentlichen. Keine Ahnung. Aber prinzipiell ist erstmal so, dass die Quick Plays nicht auf YouTube erscheinen, sondern nur Rank-Spiele. So. So. Ich frage mich immer, ne? Stell dich mal vor. Du hast ja bei Overwatch und so weiter, die kennen sich ja alle und so weiter. Overwatch wurde ja aufgelöst dann und du spielst dann hier dieses Spielchen zum Beispiel. So, das Lustige ist dann, hier stirbst du permanent und wirst halt dann, keine Ahnung, spawnst halt wieder, weil es ja die Spielmechanik ist. Ist ja generell immer so bei Spielen. Jetzt stell dir mal vor, Overwatch an sich, die kennen sich alle so gut, sind alle Freunde untereinander. Dann hast du ja sowas hier, dass du gegen andere kämpfen musst und verreckst halt permanent. Und verlierst einen Freund nach dem anderen. Nein! Wow.
Merci. Bitte, Heilung. Hallo, merci. Merci. Irgendwie geht es hier nicht ganz voran. Okay, die Mercy ist tot, ist nicht gut. Bin ich tot? Nein, Mist. So. Was habe ich da gesagt? Die hatten Dingens. So. Ich nehme mich jetzt mal von hinten einfach. Aus den Hey, was war das denn jetzt? Ach, weil der Reinhard von hinten kam. Hab mich niedergeknüppelt. So. Das ist echt ätzend hier gerade. Der steht AFK einfach da, oder wie? Gar keine Mercy mehr. Okay. Ich dachte, wir haben noch eine Mercy hier. Lass dich nicht umbringen. Mach dich nur stärker. So, das neue Twitch-Overlay hat mehr Bugs als Dead by Daylight. Ach so. Zeit für ihn zu liegen. Beat! Ich hab dich im Visier. Das ist doch nicht wahr. Ich hab dich im Visier. Ich werde meine Rache bekommen. Noch 30 Sekunden. Ich spiele um zu gewinnen. Ja, ich glaube, das war's. Ich könnte mir durchaus vorstellen, dass... Das schaffen wir nie, mit die Fracht rechtzeitig abzuliefern. Ach, Mann. Ja, okay. Bleib mit der Pilot-Diebe auf der linken Maustaste, dann schießt du schneller. Ja, ich halte die immer gedrückt eigentlich. So, ich nehme jetzt mal die Diebe einfach. Wählen Sie Ihren Helden. Wir brauchen da echt mehr... mehr Tanky-Tanky. Bin ich mal gespannt, ob das geht. Bin ich mal echt gespannt. So. 12 Sekunden noch. Gucken wir mal. So. Ich spiele um zu gewinnen.
So, Raketenschild aktiviert. Feuer frei. So. Also ich könnte sowohl Dead by Daylight als auch Overwatch spielen. In Overwatch wäre ich besser. Angreifer in 30 Sekunden erwartet. Ja. Gucken wir mal. So, jetzt mal hier ein bisschen. Was haben wir hier? Achso. Da muss die Fracht dann hin. Nee, der Checkpoint ist doch da hinten. Warum leuchtet das hier? 3, 2, 1. Angreifer nähern sich. Halten Sie die Fracht auf. Ach, weil das der Punkt ist, wo wir ihn hier wie die Fracht gekriegt haben. Ach ja, stimmt ja, da war ja was. Der Punkt wird ja vorgezogen jetzt. Oh, das wird lustig. Ja. Das war jetzt nicht ganz so prickelnd, hä? 0:1. Ja. Es war relativ schnell das Ganze. Niederlage. Ja, ich. Ja. Highlight des Matches. Okay. Ja, okay, ja. Stirb. Genau das ist eigentlich das Beste, wenn du irgendwo dich hinstellst und einfach runterspringst von oben oder von hinten, wie gesagt, reinläufst. Ja, unser Reinhard kriegt was. Der hat ganz gut Dingens gemacht, den Schaden geblockt. War irgendwie, aber es lief einfach nicht. Irgendwie, es lief einfach nicht, warum auch immer. So. Sehr gut. Verursachte Heilung 59. Wie habe ich mich denn geheilt? Ach, mit den Heilkugeln oder wie wahrscheinlich, ne? Diva, eine Eliminierung gemacht. Sehr gut. Oh, ja, schön. 1861. Gott, bin ich schlicht. Na gut. Das heißt, das war's dann für diese Aufnahme mit Overwatch. Das heißt, auf YouTube sage ich vielen Dank fürs Zuschauen, vielen Dank fürs Dabeisein. Wir sehen uns dann hoffentlich in der nächsten Aufnahme wieder. Und bis dahin wünsche ich euch noch viel Spaß bei anderen Folgen hier, beziehungsweise generell viel Spaß bei dem, was ihr sonst noch so tut. Also, bis dann. Tschüss.